Ja, wie ihr seht, habe ich im Off ein klein bisschen herumexperimentiert und muss sagen, es funktioniert ganz gut, was ich mir da eingefallen lassen habe. Ja, so haben wir dann schon mal ein Teil des Treppenhauses. So, wir gucken jetzt in der Zeit, wo ihr das Intro guckt, gucke ich mal, was meine Steinchen machen und dann sage ich mal bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LBSS und zwar die Nummer 45. Boah, wir sind schon bei 45. Noch 5 Folgen. Ups, da ist was runtergefallen. Dann habe ich Halbzeit. Ey, dann habe ich echt die Hälfte meiner Videos schon verdient. Und dann hoffe ich ja mal, dass wir da gut vorwärts kommen. So. So, wie ihr seht, ich habe die Steine jetzt aus dem Inventar, also aus dem Ofensystem genommen. Dann machen wir uns jetzt mal das. Ja, die dürften ja eigentlich soweit reichen. So. Aber ich glaube, wir hatten einen Dioritmangel, ne? So, dann gucken wir jetzt erstmal. Ja, und wie gesagt, heute habe ich auch wieder kein wirkliches Thema, aber ich sehe gerade, ich habe Hunger. Einmal die Erde weg. Und, ja. Und dann machen wir in der nächsten Folge. Sollte es klar. Ja, okay, Diorit brauche ich eh. Also egal, was ich mache. Weil da will ich diesen Dioritboden machen. Ich finde, das sieht toll aus irgendwie. Hebt sich auch so ein bisschen da ab. Und mit dem Dingens sieht das gar nicht mal so übel. Ansonsten, man kann ihn ja immer noch abändern. Und wenn ihr sagt, nee, mach mal lieber aus, den aus Andesite. Muss aber dazu sagen, dass ich jetzt zurzeit vorproduziere, weil ja, wie gesagt, ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich euch darüber informiert habe, aber mein Server wird für ein paar Tage, stillgelegt. Und, was heißt ein paar Tage? Ich muss schon ordentlich vorproduzieren, damit ich auf das Pensum komme, beziehungsweise er will den ein bisschen down setzen. Dann gucken wir mal. Hey, wartet, stopp. Nein, jetzt haben wir es. Aber nichtsdestotrotz muss ich die hier runterziehen. So. Mein Gott. Setzen wir mal eben hier überall einen Erdeblock hin, damit ich da auch gut in den Rand komme. So. So. Und dann nehmen wir jetzt uns diese hier und dann setzen wir die ganzen los nach oben. Hier 5. Jetzt können wir uns an den vorigen orientieren. Ja, er gibt eine Linie, super. Bin begeistert. Na, was ist denn heute los hier? Mein Gott. Ich glaube, mein PC hatte irgendwie einen Knaller weg. Obwohl ich den heute erst gestartet habe. Eine Festplatte hat auch gerade gesagt, nö, hab heute keine Lust. Ja, sollte man keine Lust haben. Mir egal. Ja, perfekt. Dann ziehen wir hier. Na. So. Lang. Oh, da fehlen aber welche. Ja, dann fehlen hier welche. Aber dann machen wir den, glaube ich, höher, ne? Kann das sein? Ah. Egal. Was kann ich euch erzählen? Ja, mein Mann, der will da den Server neu machen. Und deswegen bin ich jetzt fleißig wieder am Vorproduzieren, damit ich zumindest meine Videos gesichert habe, weil ich komme ja dann nicht auf Minecraft. Nee, das wird dann nicht möglich sein. Livestreams werden wahrscheinlich dann auch ausfallen. Außer ich finde ein Spiel oder so, was wir streamen können. Wo ich auch Bock drauf hätte. Aber was mache ich jetzt hier? Mal, warte. Ich habe doch noch meine Treppenstufe, ne? So, dann hauen wir einfach mal. Weil das sieht ja doof aus mit der Ecke, ne? So, guckt mal. Das sieht doch. Das könnte man so lassen, ne? Machen wir so Treppenstufen da drunter. Und hier wollte ich die Fenster reinmachen. Zack, zack. Zack, zack. Das war auch ein Fenster. Das war auch ein Fenster. Das ist eine Tür. Deswegen muss der weg. So, das passt. Das passt. So. So, dann machen wir das so und so. Und dann wird der Boden nämlich anders gesetzt. So, und dann müssen wir jetzt wieder unsere obligatorischen Hilfsteine dran setzen. Habe ich jetzt echt meine Holzstämme wieder weggetan? Super. Hab auch nichts Besseres zu tun, ne? So. Langsam nimmt hier alles Formen an. So, jetzt müssen wir einmal noch kurz hier rein. Da habe ich das so. Dann habe ich den das so. Halt, andersrum. Andersrum. Die werden von außen gesetzt. Das soll ja von außen sichtbar sein. Was habe ich denn jetzt hierbei gedacht? Kann mir da mal einer erklären? Ich mir dabei gedacht. Ja, komm, geflogen. Yay! Ja, kann auch ein Fenster werden. Also, warum nicht? So, zack, zack. Und dann oh. Ups. Könnte ein stylisches Fenster werden. So. Dann einmal hier und dann einmal da und einmal da. Und dann noch hier und hier und hier und hier. So. Ja, das Fenster muss zu. Die müssen auch zugemacht werden. Ich dudel. Okay. Weil hier kommt ja... Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Mal schauen, ob es funktioniert. So. Dann hauen wir hier mal die Wände zu. Weil die müssen definitiv zu. Weil hier können wir keine Fenster reinsetzen. So, das war auch noch. Den machen wir jetzt auch noch zu. So. Ja, wunderbar. Dann können wir mal gucken. Ah, ich bin gerade am Überlegen, ne? Wenn hier jetzt noch eine Wand reinkommt. Ne? Also hier ist die Tür. Treppenhaus. Da oben ist ja dann der Boden. So, das ist die. So viel habe ich jetzt auch nicht mehr auf der Hand, aber ist jetzt nicht schlimm. Mindestens kann man es andeuten. Kann ich hier runter. So. Könnte man da hinten auch noch Fenster reinsetzen. So. Machen wir nicht geplant, also. Ist jetzt nicht so schlimm. Den Schüssel brauchen wir jetzt. Ich brauche ich erstmal nicht. So, dann wollen wir mal gucken. So, einmal. Wo sind sie denn? Da sind sie. Und den. Und dann. So. Gehen wir schon mal obligatorisch nach oben. Nee. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Sagt man doch so schön. So. Aber nur das Decken leer. Die Steinchen waren nur leer. So. Nur am Tüfteln, ne? Das heißt jetzt reine probieren. Oh, dann kriegen wir alles hin. So. Upp. So. Und zack, zack, zack. Ja. Wir sagen mal jetzt nichts dazu. So, und voilà. Dann hätten wir da die Wand. Hier dann Kaufsraum, beziehungsweise der Raum für die vom Essen, und dann können die da hinten durch und dann hätten wir da hinten den Treppenaufgang. Zum Glück könnte man ja auch den Treppenaufgang. Okay, zwei haben wir nicht immer haben. So, da und da. Und so hoch. So. Nicht hinhauen. Nee, die müssen wir einen drüber setzen. Aber nicht so schlimm. Das ist machbar. So, dann hätten wir hier so einen Dreiergang. Hm. Ja gut, man könnte auch hingehen und wieder ein bisschen versetzen, ne? Brauchen wir da eigentlich eine Wand? Hm. Ich bin gerade am Überlegen. Könnte man ja auch einen offenen Raum machen. Wir lassen das mit dem offenen Raum, machen ein paar Fenster noch rein. Was ist das? So, das ist jetzt wieder die ganze bloße Papier weg. Oh Gott. So. Und das. Und das. Ist schon so ein Stein gesetzt? Nein. Ja, auf jeden Fall hätten wir dann für den oberen Teil wieder genug. So. So. Wo haben wir mein Hölzer? Das funktioniert. Ja, gut. Wir probieren es aus. Ach, nee, das wird definitiv nicht reichen. Das heißt, ich muss nochmal ans Werk und ein paar schöne Holzstämme sammeln. Ach ja. Seht ihr? Das war's. Ich brauche noch 7 Treppen. Die wir, glaube ich, fenstermäßig habe ich alles, ne? So, da würde ich sagen, machen wir definitiv ein Fenster rein. Aber auch so schön. Und so ein schön großes Fenster haben wir auch noch nicht. Noch 6 Stück davon, und 5. Also passt das. So. Ja, wir liegen bei 12 Minuten. Weiter kommen wir nicht, weil wir keine Holzstämme haben. Okay, Fluorit haben wir auch nicht mehr. Ja. Ja gut. Eine einzige Treppe. Wow. Aber das lassen wir hier so. Feuerchen habe ich jetzt auf der Hand, aber ich werde hier keine Mauern setzen, sondern Metallzäune, und auf den Metallzäunen könnte man Dingen setzen, sagt schnell. Ja, was habe ich da vor? So. Ah, fällt mir das Wort nicht ein. Ja gut. Und wartet mal, wenn ich das bis hier hinziehen kann, kann ich das doch auch hier so durchziehen. Na, dann machen wir die Terrasse ein klein bisschen größer. So. Dann muss das hier noch weichen und dann... Hier ist Nico mal eine Runde. Dann ist das noch einfacher, die Linie abzubauen. Ja, und dann haben wir eine größere Terrasse. Das passt ja dann. So. Ach, nee. Gehen wir mal hinzu. Und hier könnte man dann... Dann bauen wir jetzt hier... Ganze. Aber nicht so. Lang. Ach ja, ich hatte ja gesagt, wir könnten eventuell auch schon Wasser setzen in diesen Brunnen. Wir können mal gucken. Eigentlich hatte ich ja noch was anderes geplant, aber ich sehe gerade hier, das könnte man eben austauschen gegen anderen. So, dann könnte nämlich ein Stückchen Wetter reinziehen. So. Machen wir die nämlich bis hier hin. Und der Rest wird dann... Ja, okay, die Brandwand hat natürlich jetzt ein kleines Problem, ne? Ja gut. Dann geht die nur bis... zu dem einen Teil und dann passt das wieder. Oh, jetzt haben wir noch. Und sie ist wieder leer. Toll. So, mal gucken, ob wir hier noch was haben. Weil wenn nicht... Oh doch, guck mal. Nö. Als wenn es gewollt ist. Als wenn da jemand wäre und hat es abgewählt. So, dann können wir die eine Stange nicht auch wegmachen, weil dann ist diese unsinnig. Die ist dann nämlich. Die hat dann keinen Sinn. Okay. So. Und die letzte Reihe noch. Ne, vorletzte. Da ist ja noch eine Reihe. So, jetzt einmal rückwärts. Nein, nicht. Ach ja. So. Genauso wie das jetzt hier keinen Sinn mehr macht. Gut. Dann haben wir mal gespart, ne? Und hier kommt ja die Brandwand hoch. Ja, auch einiges nach oben geht. Und von daher passt das schon. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen rückwärts. Dann machen wir das jetzt hier noch fertig und dann beende ich die Folge auch wieder mal mit einem Teilerfolg. Und dann werde ich mal gucken, dass ich mir die Rohstoffe noch zusammenzimmer. So, jetzt alles. Sieht auf jeden Fall immer noch was aus. Diesen schönen Löchern da drin. Ja gut, also. Ja, dann beende ich... Ach nee, Quatsch. Wir beenden sie doch nicht. Yay! Ach ja, geht ja jetzt nicht mehr so einfach. Ups. Jetzt geht es. Wupp. Ja, das ist auch Theorie, ne? So, dann kommt immer... Halt, wo habe ich ja jetzt auch versehentlich abgebaut. Ja. Ja, das da oben habe ich immer noch nicht verstanden, ne? Warum? Im Zweifel da diese nicht wollten. Naja, soll uns jetzt nicht kümmern. Oh. Hm. Ja, das war jetzt noch. Ah, da ist ein Diorit. Das ist natürlich auch raus. Okay, da ist noch mehr. So. Ach, guck mal, da ist ja noch Diorit. Dann nehmen wir uns die beiden mal raus. Den noch. Und das ist an der Sit. Ne, da kann ich nichts anfangen. Halt. So, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Wieder ein Müll auf meiner Hand. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, die brauche ich. Und die... Die noch in das umwandeln. Den grünen kann ich jetzt... Hm. Ja, gut. Jetzt machen wir ein bisschen Müll weg. Ein bisschen Ziegelstein können wir noch machen. Aber dann habe ich ja auch noch ein bisschen. So, und da drauf. Das ganze Spielchen nochmal zusammen und dann haben wir einstecken und... Oh, der war auch gerade hier. So. Ja, darunter. Dann machen wir hier den Boden mal eben fertig. Und dann war es das für heute. Also ich denke mal, das wird jetzt immer eine letzte Anzahlung sein. Und den Boden machen wir dann in der nächsten Folge. Dann schaue ich, dass da Wasser reinkommt, Licht da dran kommt. Jetzt wird echt ein kleines Decken drauf gemacht. Hammer hart. So. Hab ich denn noch? Ja, habe ich. So, wie habe ich das denn gemacht? Ah ja. Okay. Falsche Taste. Und jetzt einmal rückwärts. So. Dann würde ich sagen, das ist so der kleine Flur. Dann fängt hier immer Aufteilung an. Das heißt, so die Hälfte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na toll. Wunderbar. Wirklich 16 von mir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sogar 17. Ha! Das passt ja. Also die Hälfte ist dann 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wunderbar. Das passt ja wie am Schnürchen. So. Dann muss ich jetzt nur einmal eine Linie ziehen noch. Das ist der Außenring, da hätten wir 1, 2, 3. Dann haben wir hier so den Gehweg rein. So, na komm. Perfekt. Perfekt. So, dann hätten wir hier so die Zimmer. Und hier so ein Bett hin. Dann ein Fenster rein. Gut. Mäßig. Jetzt habe ich den zu hoch gesetzt, ne? Da muss der hin. Und nicht da unten. Ah. Na gut. So. Ja gut, dann haben wir das ein bisschen falsch gesetzt, aber das ist nicht schlimm. So. Und das wird ja hier der Boden. Ja, egal. Dann werde ich jetzt mal hier weiter abbauen und euch einen wunderschönen Tag noch zu wünschen. Und ja, würde mich darüber freuen, wenn ihr meine, also ne, schaut euch meine Videos an, würde ich mich tierisch darüber freuen. Lasst ein Like da für meinen netten Algorithmus. Algorithmus. Ja, und dann schreibt mal fleißig Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, oder beziehungsweise wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.